Nächste Frage hat Herr Reitschuster. Ihre Kollegin Frau Fietz hat am Mittwoch hier gesagt, man müsse auf der Hut sein, solange Corona nicht vollständig besiegt ist. Wie wollen Sie denn ein Virus vollständig besiegen? Danke. Wie steht es mit der Triage für Jugendliche und Kinder in der Psychiatrie, wo die Fachverbände sagen, die sei überfordert im Moment, sie hätten so etwas noch nie erlebt, dass so viele krank sind? Wird es eine Auffrischungsimpfung geben müssen? Und wie will die Bundesregierung die Impffreude fördern? Und wie will sie das Virus besiegen? Viele, viele Fragen, viele, viele Themen heute auf der Bundespressekonferenz. Ich bin hier auf dem Schiffbauer Damm direkt um die Ecke. Ich will es aber wieder so halten, wie jetzt auch in den letzten Tagen, zumindest zeitweilig, dass ich nicht da den Bericht über die Bundespressekonferenz bringen möchte, wo zensiert wird. Darum unten in der Textbeschreibung der Verweis auf die Quellen, wo man unzensiert berichten kann. Ich weiß, es ist lästig. Ich weiß, es ist ein zusätzlicher Aufwand. Aber ein Mausklick und Sie setzen ein Zeichen gegen Zensur. Übrigens bei Rumble das letzte Video von mir, da bekam ich sogar eine Nachricht, da war das eines der am öftesten angesehensten. Also sie zeigen nicht nur den Zensurplattformen die gelbe Karte, wenn sie hier diesen Mausklick nützen. Übrigens auch sehr gerne für den Algorithmus einen kurzen Kommentar oder ein Like, das steigert alles dann die Anzahl der Anzeigen dieses Videos, sondern sie helfen auch den Plattformen, die nicht zensieren, die nicht betreutes Informieren machen. Also schauen Sie rein, zum Beispiel auf Rumble oder auf Odyssee. Ja, und gerne können Sie auch dieses Video weiter teilen auf YouTube, also selber hochladen. Da habe ich auch nichts dagegen. Ich verzichte auch auf die Urheberrechte ganz explizit. Ich habe auch die gesamte Bundespressekonferenz wieder aufgenommen. Können Sie sich auch wieder anschauen. Finde ich schade, dass wir heute eine Situation haben, wo man jeden Monat Zwangsgebühren zahlen muss für die Öffentlich-Rechtlichen und dann eine dieser wichtigen Veranstaltungen des politischen Lebens nicht mehr übertragen wird, wobei da nicht die Öffentlich-Rechtlichen schuld sind. Das ist eine Entscheidung des Vorstandes der Bundespressekonferenz. Ich finde es schade und heute die Eindrücke durchwachsen, aber schauen Sie es sich an, schauen Sie sich meinen heutigen Bericht an auf zensurfreien Plattformen. Das war's. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Passen Sie auf sich auf, lassen Sie sich nicht unterkriegen und auf dass es bei Ihnen nicht so trübe ist wie heute hier in Berlin. Alles Gute. Danke. Ciao. Eine Frage an Herrn Seibert. Divi-Chef Marx hat gesagt, er sehe keinen Grund zur Panik wegen der vierten Welle. Corona werde zu einer Anführungszeichen normalen Grippe, wenn die Impfkampagne normal verläuft. Teilen Sie diese Einschätzung? Danke. Nächste Frage hat Herr Reitschuster.